Hallo, na ihr? Ihr seid ja auch wieder da. Genauso wie Tom und ich. Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind immer noch auf dem Weg nach Kirkenes. So langsam weiß ich auch, wie der Ort heißt. Und ich bin dafür, dass du jetzt mal vorfährst. Okay. Etade aktiviert. Das ist das Erste, was man mir gesagt. Wie sagt. Ja, super. Der freudsche Versprecher, der kein freudscher Versprecher ist, sondern einfach nur ein Versprecher. Stopp! Retard, Retard, Retard. Ah, ich bin nicht so vorbildlich und stoppe. Ich sehe auf Navi, wenn einer kommt. Aber das, wenn das im echten Leben. Oh, guck mal, der andere LKW ist auch gerade losgefahren. Ein Gigaliner. Oh, Boah, muss jetzt. ich eigentlich auch mal wieder fahren, muss ich ehrlich Ich sagen. glaube, bin ich Lange nicht mehr tatsächlich in gefahren. ETS noch nie gefahren. Ach doch, ich eine ganze Zeit lang echt extrem viel. Ja? Und dann irgendwann Oh. hörte es wieder auf. Ich wurde gerade geblitzt. Schöne Sache. Du nicht? Nee. Warum nicht? Du bist ja genauso schnell Weiß wie ich. Oder war ich 1 km/h schneller als wie Nein, was du? du genau? 1 km/h schneller. So, Tempomat auf 85. Ja, moin. Jawohl, mal wollte ich sagen. Oh Gott, ich bin schon wieder verpeilt. Ah. Oh, Gegenverkehr. Kann passieren, tut mir leid. Hä? Oh Leute, ja, ihr merkt, Spaß und gute Laune ist mal wieder dabei. Wo? Weiß ich Ich nicht. such noch. Das merke ich. Ja, wir haben noch insgesamt 959 Kilometer vor uns. Das heißt ungefähr, ja, nicht ungefähr, also das wird schon so hinkommen. Diese Episode noch und in der nächsten Episode werden wir dann noch ankommen. Achtung, Radarkontrolle. Na, ist mir egal jetzt. Was, 520 Euro? Das war dir egal, oder? Jetzt werden sie aber langsam ausverschämt hier. Unfassbar, meine Damen und Herren. Ich bin echt mal gespannt, wie dieser Ort dann aussieht. Da muss dann auch an der Garage ziemlich viel los sein, ne? Wenn das wirklich so eine heiß befahrene Route ist. Ja, das habe ich vorhin schon gesagt, als du gerade irgendwie pullern warst. Ah. Da habe ich auch gesagt, so, ja, also quasi, oh. Also bei dir in der Folge vor 5 Wochen, ja? Nee, das war in der Pause zwischen den Ach Folgen. so, ja, Also das heißt nur im Livestream. immer im Livestream, ja. Im Aufnahmestream. Genau. Da hatte ich mir die Map angeguckt und gesagt, so, ah, hier, ab dieser Kreuzung kommen wir dann quasi auf die Route, wo die vielbefahrene Straße ist. Und dann, ja, stimmt, aber Garage ist bestimmt auch mega viel los. Also zum Glück, dass da No Collision ist, ne? Ja. Ach, das ist Warum eine fährt Ampel. man Ich hier? denke, warum bremst er denn? Ja, ich wusste auch nicht, dass hier 50. Ah, hier ist grün. Die hatte ich nicht gesehen. Ich habe nur so einen, ich sehe nur so einen komischen gelben Kasten vor mir. Ja, die Post ist unterwegs. Ja. Trari, trara, die Post ist da. Stukus. Ja, das wollte ich gerade aussprechen. Ich habe es nicht versucht. Bin ja eventuell mal ganz kurz geteasert für meine Leute hier. Ich bin ja drauf und dran tatsächlich mal irgendwie, weil ich gemerkt habe, ich habe irgendwie mal das DLC im Train Simulator Classic gekauft für schwere Fracht für Sedin, aber ich bin nie von oder nach Sedin gefahren mit euch. Das will ich jetzt irgendwie nachholen. Da bin ich jetzt an einem Szenario einmal stellen, aber irgendwie, ich weiß nicht, die Map erscheint mir manchmal ein bisschen suspekt. Die Map, sage ich schon, die Strecke erscheint mir irgendwie ein bisschen suspekt. Also ich möchte da eben so einen Kesselzug erstellen, den normal von Sedin halt eben dann nach. Ja, wie heißt der Ort nochmal? Komm, Bitterfeld, genau, Bitterfeld fährst, aber. Ich scheitere daran dann irgendwie immer, dass bei mir die Gleise verschwinden und dann immer ein Out of Memory
der Simulator ausspuckt und das finde ich irgendwie nicht so witzig. TSW oder TS Classic? TS Classic. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, Bitterfeld in TSW. Ja, Bitterfeld kenne ich auch, da bin ich auch streckenkundig. Ja. Wenn du von Magdeburg nach Leipzig fährst und nicht die normale Strecke fährst, sondern hintenrum über Bitterfeld. Genau. Dessau-Bitterfeld. Dessau-Bitterfeld, genau. Das ist so nervig, da lang zu fahren. Du hast da so lange Blockabstände und wenn du weißt, ach scheiße, da ist noch eine S-Bahn vor dir, weißt du, dann hält die in demselben Block noch dreimal an zwischendurch. So. Und du denkst so, ja geil, ich bin in das City, lass mich vorbei. Mhm. Aber normalerweise fährst du da ja auch nicht, nur wenn wieder Bauarbeiten sind auf der anderen Strecke. Hattest du da auch schon mal Probleme mit diesen Displays da? Vor allem bei dem Steuerwagen habe ich ja gehört, irgendwie jetzt, da hat man wirklich Probleme mit der Helligkeit, dass die teilweise überhaupt gar nicht einstellbar sind oder schon so defekt sind, dass du nur noch komplett hell oder komplett dunkel hast. Beim 46er oder 47er Steuerwagen? Oh, gibt's ja auch noch Unterschiede? Ich dachte ja, jetzt beim Twin-Deck-Steuerwagen. Ja, keine Ahnung. Irgendeine Generation. Nee, konnte ich jetzt bis jetzt zumindest nicht feststellen. Mhm. Dass das so ist. Kann natürlich sein. Ich sehe ja von Bombardier. Was? Das U in Bombardier steht für Qualität. Ja, das sage ich auch immer. Oh, wenn ich das in meinen TSW-Folgen sage oder irgendwie was Schlechtes über Bombardier, dann sagt immer einer in den Kommentaren, hey, hier sag mal nichts Schlechtes über Bombardier. Ja, ich meine, die Loks werden in Kassel gefertigt. Immerhin ist es noch Deutschland. Ach, die werden in Kassel gefertigt? Habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Ja, die werden auch mit in Kassel gefertigt, ne? Ehemalig, auch wie hießen sie davor? Henkel? Kann das sein? Nee, nicht Henkel. Doch. Henkel ist eine Waschmittelfirma. Ja, eben deswegen. Naja, ich meine, ja, okay. Yamaha, die 188, Yamaha auch stellt auch Motorräder und Flöten her. Ja, das stimmt auch wieder. Oder Siemens, ne? ICEs und Bügeleisen. Also. Sicher ist eines, man erhält nur Schrott. Nein, also man muss ja auch sagen tatsächlich, dass die Bahn, vor allem in Sachen Stellwerksentwicklung, Stellwerke machen die Siemens, auch noch. Hat die Bahn Siemens tatsächlich ziemlich ausgebremst. Bombardier hat ja auch mal ganz kurzzeitig ESTWs hergestellt, irgendwann hat man herausgefunden, ja, die ESTWs, die Bombardier entwickelt, sind sogar gar nicht mal so schlecht, ne? Okay. Die bauen halt auf Verschlussplänen, die du halt auch noch beim mechanischen Stellwerk oder elektromechanischen Stellwerk hattest, auf, ne? Aha. Dass du wirklich analog Verschlussunterlagen auch relativ schnell als Software-Update einspielen konntest. Sprich, kein richtiges Programm, also keine richtige Programmierung hattest. Mhm. Sondern das Ganze eben wirklich nur von einzelnen Elementen abhängig ist. Keine Ahnung, was der Kels über CB-Funke gesagt hat, ich hab's jetzt nicht verstanden. Ich hab gar nichts gehört. Bist du auf 9 oder 19? Ich bin auf 19. Ah, okay. Ja, wo waren wir? Wo waren wir denn genau? Nach Software-Update konntest du halt relativ gut, wenn du infrastrukturell irgendwas geändert hast, relativ schnell und günstig tatsächlich Änderungen eintragen, aber das wollte eben die Bahn nicht und deswegen hat man Bombardier dann auch nicht weiter in irgendeiner Art und Weise in ESTW gefördert und gefordert und die waren halt irgendwann irgendwie, glaube ich, auch einfach mal, das hätte ich jetzt auch nie gedacht, dass Bombardier sowas sein kann, zu teuer in den Ausschreibungen. Also Siemens soll ja auch recht teuer sein. Aber klar, wenn du so eine Art Monopolstellung hast, ne? Oder? Ja, das ist ja das. Ja, jedenfalls ist dann diese Art von Stellwerkstechnik tatsächlich in Scheidt und Bachmann übergegangen. Und Scheidt und Bachmann hat das Ganze aber modifiziert und meiner Meinung nach verschlechtert. Okay. Aber das darf ich jetzt großartig so nicht an die Glocke hängen, weil die sind nämlich tatsächlich unser Hersteller in Sachen unserer Simulationsanlagen. Ach, oder okay. Beziehungsweise unser Entwickler dafür. Ja, bitte, alles auf Video festgehalten jetzt, ja. Ja, genau, das ist ja das Problem. Ja. Ja gut, ich dürfte rein theoretisch jetzt wahrscheinlich auch nicht über Bombardier lästern. Aber ich vergleiche das immer mit dem, weißt du, das ist halt
eine Zugmarke. So, wenn ich jetzt Taxifahrer werde und sage, ich fahre lieber VW als Mercedes, Tesla? Weil Mercedes scheiße. Jetzt als Beispiel, ich finde Mercedes nicht scheiße, aber als Beispiel jetzt. Mhm. Muss ich hier, ist das hier zweispurig oder ist das ein Standstreifen? Ich weiß es nicht. Es ist irgendein komischer Streifen. Oh, da ist ein Kreisverkehr. Cool. Oh. Okay. Mit Ankündigung. Ja, fahr fort. Fahren Sie fort. Naja, fuhr aber fort und kam nie wieder. Genau. Kalix. Was ist denn das hier für ein Mist? Oh, Baustelle hier. Ja, richtig. Ja, es ist halt eben deine persönliche Meinung. Jetzt ehrlich, du hast halt eben, du hast ja doch schon mehr als nur eine Baureihe, die du bedienen und fahren darfst, ne? Mhm. Und dementsprechend kannst du ja auch vergleichen. Und darfst ja auch vergleichen, oder? Es wäre ja traurig, wenn du nicht vergleichen dürftest. Ja, ne? Klar. Das ist ja genauso wie auch bei mir mit Stellwerken. Ich habe auf mehreren Stellwerkstypen gearbeitet, auch auf anderen. Also ich habe sowohl auf ein 67 Stellwerk gearbeitet, als auch auf Lorenz 60 hieß es damals noch. Jetzt mittlerweile heißt es Thales. Thales ist ja mittlerweile Reis und heißt Hitachi. Auch schöne Geschichte. Also ich habe ja auch beide beide Entwickler der Spurplan 60 kennengelernt. Und muss auch sagen, tatsächlich, ich fand Thales hat einfach von der Sicherheitsebene deutlich besser als Siemens. Pass auf, der überholt dich da. Okay. Ja, dann soll er machen. Aber ich gehe jetzt definitiv nicht auf die Bremse. Nö, würde ich auch nicht machen. Ich wüsste dann halt nicht mehr Unterschiede, ne? Ich kenne halt, ich weiß, es gibt Spurplanstellwerke und dachte, die wären halt irgendwie alle gleich oder so. Ja, vom Aufbau, vom Grundaufbau her sind sie auch recht gleich. Also sie ähneln sich sehr. Oh, Geschwindigkeitsüberschreitung, schöne Sache. 480 Euro. Ich habe 520. ich hätte aber auch Zeit. Ich sehe den da vorne nur irgendwie springen. Ich hätte ja, als du gesagt hattest, oh, Geschwindigkeitsüberschreitung, hätte ich noch Zeit gehabt, in die Eisen zu gehen, aber. Ach, scheiß drauf. Ich hab's ja. Wie viel Geld habe ich? 20,9 Millionen. Erster Hafen hat in Turin. Nee, Toroni. Tornio. Nee, wie heißt es? Ja. Da habe ich vorhin auf der Map aus Versehen irgendwie Toronto gelesen erst. Ich denke, oh, dann naja, hätten wir uns aber irgendwie ein bisschen Kanada verfahren. Kanada. Dann kann er auch hier. Ja. Ich kann diesen Ort nicht aufschauen. Oh. Ja, ich war mit meinen Augen auf dem Stream Deck gerade. Ja, du, das ist mir auch schon passiert. Also nicht mit Augen auf Stream Deck, weil ich habe nach wie vor kein Stream Deck. Eigentlich könnte ich mir wirklich mal eins zulegen. Ah, das ist so praktisch. Also man merkt es erst, wenn man eins hat, was man damit alles so machen kann, ne? Ich glaube es auch, weil ansonsten unterschätzt du das einfach. Mhm. Ah, oh, hier müssen wir rechts. Ah, gut zu wissen, ja. Ja, man ist so lange geradeaus gefahren, nicht, dass man einfach so gar nicht mehr aufs Navi guckt, sondern einfach nur noch stumpf geradeaus fährt. Genau. Das Vorfahrtgewehr. Oh, kommt nix. Guck auf meine Map, kommt nix. Was? Nicht, dass ich jetzt so viel ETS heute gespielt habe und wenn ich morgen Auto fahre, dass ich auch aufs Navi gucke, um zu gucken, ob da einer kommt oder nicht. Oh, Navi kommt, was kommt nix. Ist ja nicht so, dass ich hier tatsächlich zwei Straßen weiter in dem Kreisverkehr in meinem Heimatort tatsächlich mal jemand die Vorfahrt genommen habe, weil ich in den Kreisverkehr gefahren bin. Aber ganz einfach, weil ich den wirklich gar nicht gesehen hat. Der kam genau in so einem Winkel an, dass er sich genau hinter der A-Säule versteckt hatte. Das war übrigens noch mit dem Ford Transit, über den wir in einer der letzten Folgen gesprochen haben. Ah. Ich war so überrascht. Ich denke, ich habe erstmal gar nicht gepeilt, was los ist. So, auf einmal hat es ein bisschen gerumst so und dann habe ich es irgendwie gecheckt und denke so, Alter, wo kommt der?
Das dachte ich mir auch gerade bei dem Gespann. Aber wir müssen auch mal mit der Ente und dem Wohnwagen durch die Gegend fahren. Aber ich weiß nicht, war Ente Premium? Ich habe irgendwas gelesen, dass die neue Fahrzeuge hier haben. Da war die Ente dabei. Aber ich weiß nicht, ob das Premium war, weil ich habe ja irgendwie hier kein Premium. Genial. Ja, das habe ich nicht geguckt schlecht. Nicht geguckt schlecht, ja, glaube ich. Oh, ja. Ja, genau. Die Sonne kam halt auch direkt, das war irgendwie auch im Winter oder so, tief stehende Sonne auch noch von vorne, das kam dann auch noch dazu. Wie oft hattest du eigentlich bei der 147 schon eben die Meldung schwerer Trafoschaden? Noch nie. Noch nie? Aber wir haben auch irgendwie nur freitags und sonntags einen Umlauf mit der 47er. Ah, okay. Ja, ich finde, ein Kumpel hat mir das mal erzählt, der hatte das mal in der 186er beim Brenner. Mhm. Hat er auf der Sturm, da musste er eben, wenn sie durchstoßen, eben von der italienischen 3 kV Gleichstrom auf die österreichische Seite mit 15 kV 16/2 Hertz Wechsel. Da musst du ja dann eben dementsprechend daneben das Stromsystem wechseln. Mhm. Hat er alles aufs italienische Stromsystem umgestellt, ne? Stromabnehmer, richtigen Stromabnehmer gehoben und so, Hauptschalter rein. Zack, auf einmal rüstet sich das Ding wieder komplett von selbst ab, ne? Mhm. Schaltet sich wieder aufs deutsche Stromsystem um. Hä? Oder aufs österreichische in dem Fall. Ja, einfach von selbst, ne? Okay. Und rüstet sich komplett von selbst ab. Also die Loks haben manchmal echt interessante Sachen. Hast du den Elch? War bei dir auch gerade ein Elch? Oh, hier links auch. Lol. Hab ich gerade gesehen. Oder Rentier oder was auch immer. Ja, was auch immer. Nicht, dass wir die noch platt fahren. Nee, dürfen wir nicht. Wobei hinten einladen, gleich zu Fleisch verarbeiten und dann. Nee, jedenfalls finde ich das manchmal echt interessant, wie doch die Technik eine Lok so ein richtiges Eigenleben haben kann. Das ist schon. Ja, das stimmt. Oh, ich lenke gerade mit dem Knie. Wie im echten Leben, wenn man mal irgendwie gerade. Cool. Oh ja, 3 Stück gleich. Ja. Und stell dir mal vor, ich meine, das passiert ja auch mit der heutigen Technik, habe ich irgendwie auch mal eine Doku gesehen. Die heutigen Autos haben ja auch durch den Bordcomputer irgendwie, durch das Steuergerät ich auch ein Leben. Ich habe neulich eine So-Doku gesehen. Oh Gott. Entschuldigung. Ja, Eigenleben. Naja, also je nachdem, das heißt Eigenleben, ne? Also. Die Dinger hängen sich halt dann auf, machen erstmal Blödsinn und dann irgendwann nichts mehr. Ja, aber das ist ja nicht, weil die da Bock drauf haben, sondern weil es halt irgendwer scheiße programmiert hat. Ja, oder beziehungsweise weil sie halt eben, ich weiß nicht, vielleicht auch überhitzen, man weiß es nicht. Ja gut, das kann auch. Oder du weißt auch nie, wie die Dinger wirklich belüftet sind, der Arbeitsspeicher und so, hast du ja auch so genauso drin, wie auch bei deinem PC, das ist also. Ja. Ja. Ja, wenn der CPU-Lüfter mal irgendwie locker sitzt oder so, wunderst du dich auch. Wieso, was ist hier los? Ja. Solange nicht irgendwie bei den Loks ein Fahrmotorlüfter locker sitzt und dann irgendwie umfällt oder so. Oder abfällt. Oh, da haben wir Scheißbelüftung mit der 245, soll ich ja sagen. Die brennen ja dann immer wieder gerne im Sommer. Echt? Ja, das ist eine kleine Problematik. Die 4 LKW-Motoren, die da drin eingebaut sind. Jetzt habe ich schon wieder dasselbe Problem. Oh, das kann doch nicht angehen. Gut, dass ich relativ viel Abstand hatte. Warum? Jetzt beschleunigt er wieder ohne Grund. Aber diesmal ist witzigerweise mein Lenkrad nicht ausgefallen. Was macht denn das Teil immer wieder? Warum sich das immer wieder umstellt? Ich glaube, ich habe da so eine kleine Vermutung. Ja, tatsächlich. Kombi-Panels. Okay. Also, ich finde das echt interessant jetzt diesmal. Also, ich kann dir echt nicht erklären, woran das liegt, warum das immer wieder irgendwie. Vor allem ist es halt auch. Achso, jetzt geht's direkt wieder? Ja. Okay. Diesmal ist tatsächlich der Treiber nicht abgestürzt. Ich weiß nicht. Ich glaube tatsächlich, ich sollte meine Flight Controls, weil die sind bisher immer mit USB angeschlossen, die sollte ich vielleicht währenddessen abschließen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl. Ah, ja, das kann natürlich gut sein, ja. Hinter dir bin übrigens nicht ich, da ist nur einer zwischen jetzt. Ah, okay. Aber jetzt hast du es ja doch irgendwie wieder direkt gefixt. Ja.
Aber trotzdem, irgendwie die Eingabeeinstellung hat sich gerade wieder geändert. Ich weiß nicht, warum die sich immer wieder ändert. Das muss ich echt mal gucken. Aber es war ein ungünstiges Timing, also weil hinter uns dann auch noch welche kamen, die hat sich bestimmt auch gedacht, what the fuck. Und wir standen halt nebeneinander, weil ich halt auch vor Schreck erstmal in die Eisen gegangen bin. Also ich habe das auch nicht mit Absicht gemacht. Nee, das ist mir schon klar. Zwangsbremsung. Genau, damals, wir haben gerade drüber gesprochen, ne? Das Ding hat dann auf einmal sein Eigenleben. Störung. Ja. Störung. Störung. Ich habe den Zwangsbremsungssound hier leider gerade nicht auf dem Stream Deck. Ich bin viel zu schnell unterwegs hier. Ah, hier ist relativ viel los, ne? Und ja. Mich überholt gerade einer. Da sieht man, dass wir doch zur heißen Zone, kommen. Zone. Stimmt, ja, wir haben noch 578 Kilometer. Ey, so lange haben wir nicht mehr. Nö. Was hat der denn geladen? Tannenbäume? Okay. Anscheinend. Ach, guck mal, da hat jemand tatsächlich einen Metro-Auflieger. Wär wie süß. Wir haben sie ja auch ein Metro in Altona. Tatsächlich, Metro. Ich war da noch nie einkaufen, muss ich ehrlich zugeben. Ja, ich bei dem in Uelzen. Und wie ist das Feeling so, wenn man da einkaufen geht? Ja, das ist halt nur ein ganz kleiner und die haben halt auch nur so Lebensmittelzeug. Und alles was... die haben halt Zeug. Ja. Typisch Marvin, einen wunderschönen guten Tag. Hallöchen. Ich werde gerade bei mir im Chat gefragt, welches Signalsystem ich besser finde. HV, KS, etc. Also, Gute Frage. Habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, so. Welches findest du besser? Also am effektivsten ist natürlich das KS-Signalsystem, so was die Anzahl der Leuchtmittel angeht, und deshalb haben die das ja auch quasi gemacht, ne, um auch ein bisschen Energie zu sparen. Aber manchmal hat man das Problem, man muss erstmal von Weitem gucken, was leuchtet denn da jetzt für eine Zahl? Ist das jetzt eine 6 oder eine 8? Oder, na gut, das hast du beim HV-Signalsystem natürlich auch. Mhm. Aber, ja, keine Ahnung, ich finde jetzt keins besonders gut oder keins besonders schlecht. Also, außer diese Ostsignale, wo ich gerade noch nicht mal mehr weiß, wie die heißen. HV, das hat ne? Gabo gerade reingeworfen, die findet er nämlich am besten, die HL-Signale. HL-Signale, genau. HL-Signale. Also, hier ist eine Tankstelle, ich weiß nicht, wie sieht es bei deinen Folgen aus, auch wenn ich dir gerade reingrätsche im Erklärmodus. Ja, lass uns ruhig noch ein Stück fahren. Okay, lass uns noch Ich bin jetzt gerade erst bei 22 Minuten. Jo, sorry, dann... Nee, alles gut, du hast ja gut mitgedacht. Okay. Nee, ich meine jetzt halt eben mit deiner Erklärung jetzt halt, weil wir haben ja immer noch die Frage offen, welches Signalsystem findest du besser? Also zum HL-Signalsystem, ich bin ja jahrelang oder 20 Jahre lang nach HV und KS-Signalen gefahren und dann kam jetzt vor vier Jahren ungefähr das HL-Signalsystem für mich dazu, seitdem ich beim Fernverkehr bin. Muss man erstmal drauf klarkommen, weil es halt so komplett anders ist. Es ist Man denkt erstmal, wenn man es nicht kennt, ja, okay, ist mega kompliziert und ist es eigentlich auch, wenn man damit nicht groß geworden ist. Aber eigentlich ist es, wenn man genau drüber nachdenkt, total logisch. Gut, ich kann dir jetzt nicht die Signalbezeichnung zu jedem der Signale erzählen, aber weil es halt von unten nach oben gelesen wird und eigentlich gar nicht schlecht. Warum fahren wir hier unten lang? Sehr gute Frage, ich weiß es nicht. Ich wundere mich nämlich gerade, warum uns das Navi hier lang schickt und die anderen 1000 blauen Punkte irgendwie da so. So, jetzt muss man hier natürlich mal gucken, hier ein bisschen Aufmerksamkeit. Gut, da kommt nichts. Ich habe eine Arbeitsagentur entdeckt. Ja, jetzt wird es hier tatsächlich langsam spannend. Ja. Meine Damen und Herren. Oh mein, jetzt fällt es. Mein Longrad sitzt lecker, ja. Ach ja. Ja, wenn ihr jetzt demnächst so die nächste, warte mal, wie viele Kilometer haben wir noch? 500? Ja, müssen wir mal gucken. Wir dürfen ja nicht vergessen, in der nächsten Episode, die wir dann aufnehmen, müssen wir auch noch abkuppeln und so, also abliefern und sowas alles. Abkuppeln, genau. Ja. 12 Fragen, dann bitte Abstellkuppel 12, ne? Nein, Spaß. Ach ja.
Ja, Marvin hat gefragt, alles gut bei euch? Ich weiß nicht, nee. Läuft zu weit? Überhaupt nicht. Das Longrad sitzt lecker. Das und, Longrad, bei ja. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich irgendwie immer wieder tatsächlich mein ETS von meinem Lenkrad verabschiede, von meiner Lenkradeinstellung, was ich auch sehr interessant finde. Aber ansonsten kann ich mich großartig immer mehr beschweren. Oh, bei mir ist auch alles gut soweit. Punkt. Ich habe heute den ganzen Tag an der Fotobox rumgebastelt. Kennst du so Fotoboxen, wo du so auf Veranstaltungen, so meistens Geburtstage oder hier, wie heißen die Dinger, Hochzeiten? Die Dinger Hochzeiten, jo. Hab ich mal von gehört. Ja, wo du dann da dich da so lustig verkleiden kannst oder irgendwelche Sachen aufsetzen kannst und dann da auf den Knopf drückst und dann macht da die Kamera ein Foto und zeigt es dir auf dem Display an und manchmal kannst du es dann auch ausdrucken und so. Ja, sowas habe ich mir gebaut jetzt. Also die Kiste wurde mir tatsächlich gebaut. Ich habe jetzt das Innenleben dafür gemacht und muss morgen nochmal ein bisschen schick machen und dann ist das Ding fertig. Ist meine, oh verdammt, da war ein Parkplatz. Das war nur eine Parkbucht. Ist meine, ja, nehmen wir den nächsten. Ist meine Spiegelreflex, meine alte Spiegelreflexkamera eingebaut und ein Raspberry Pi und ein Touch-Monitor, ein kleiner. Mhm. Ist ein interessantes Bastelprojekt. Cool. Und ja, ich, also die Organisatoren oder die aus unserem Orchester, die wussten, dass ich mir sowas schon immer mal bauen wollte und jetzt haben sie gefragt, ja, schaffst du das vielleicht bis zu unserem Konzert jetzt? Und ja, okay, ich gebe mir Mühe. Jetzt wird's, also das war schon vor 2 Monaten oder so und dann habe ich dann immer gedacht, naja, ist ja noch Zeit, ist ja noch Zeit. So, und irgendwann wurde die Zeit jetzt aber doch ganz schön knapp. Aber es läuft. Das ist doch gut, das ist doch das Wichtige, die Hauptsache. Ja. Es ist noch nicht ganz fertig, weil oben drauf gehört normalerweise noch ein kleiner Studioblitz. Aber den musst du auch erstmal kaufen. So, jetzt für Samstag, für die Aftershow-Party von unserem Konzert, stelle ich da halt meinen großen Studioblitz auf ein Stativ erstmal daneben. Mhm. Aber das geht ja auch. Das ist tatsächlich was ich mir noch nie für meine Spiegelreflex zugelegt habe. Asche über mein Haupt, einen Blitz. Ja. Ah. Ja, kommt ja auch drauf an, wenn du nur tags, also draußen und tagsüber, dann reicht das ja auch. Ja, ich sag mal so, beim Planespotting, glaube ich, dürfte ich sowieso keinen. Achso, ja gut, okay. Ja, da wird es auch nichts bringen auf die Entfernung. Ja, nee, das also, was ist so ein 10.000 Watt Beamblitz? Ja, oh, 10.000 Watt Beamblitz? Ja. Achtung, da steht ein LKW mitten auf der Straße. Ja, okay. Ja, wir merken, wir kommen jetzt gerade wirklich schon so in die heiße Phase, wo auch eben dann die ganzen Mods auch gerne rumfahren. Kommt eine Bushaltestelle. Ja. Hast du eigentlich den D-Bus-Mod inzwischen? Nee, ne? Nee. Ich bin gerade erschrocken von meinem Handyton hier. Ja, so den nächsten größeren Rastplatz kannst du dann mal ansteuern. Obwohl, jetzt sind es auch nur noch 390 Kilometer, ne? Ja, aber... Boah, hier, Intim-Look. Mit zwei Fossloki 6 Loks auf dem Bach. Intim-Look? Süß, süß. Ja, kommt gleich. Intim, ne? Intim. Ja, gleich kommt eine Dingsbums da vorne. Gleich kommt Intim-Look an dir vorbei. Ja. Mit einer Intim-Look. Nein, Spaß. Ja, rechts kommt ein Rastplatz. Ja, habe ich schon gesehen. Den steuere ich gerade auch an. Mehr oder weniger, ich fahre halt einfach gerade aus. Luftlinie, ja. Luftlinie einmal durch den Wald, warte mal. Ich habe Offroad. Offroad-Package drin. Hast du auch eine Baumfräse vorne dran? Nee, das nicht. Kann natürlich sein, dass da auch einige. Achso, nee, ich sehe keine blauen Punkte. Oh, hinter mir kommt einer. Viele, viele blaue Punkte. Boah, das war halt so Anfangszeiten von Truck SMP echt schlimm, wo du wirklich damit rechnen musstest. Wann wirst du eben auf der Gegenrichtung von jemandem angerempelt, so dass du Totalschaden mit einem LKW hast und gleich mal die nächste Werkstatt aufsuchen darfst? Ja, ganz zur Anfangszeit wurde es ja halt auch nicht im Navi angezeigt, ne? Die anderen Spieler. Da gab es die Punkte noch nicht. Oh, hier ist ja. Hatte ich einfach mal
einer einfach mal so überrascht und sagt dann einfach, hallo, ich fahr jetzt einfach gegen dich. Hier ist ja richtig Platz, Digga. Wo wollen wir uns hinstellen? Ganz hinten in die Ecke. Ich fahr dir einfach mal hinterher hier. Oh, was okay. Ist das? Ganz hinten in die Ecke. Es ist so viel Platz und ich natürlich ganz den Rand mitgetroffen. Das war geplant, das war alles beabsichtigt. Ach so, natürlich. Ja. Ja, dann sag ich schon mal Tschüss, Winke, Winke und Bye-Bye. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut, ciao, ciao.